Das Geschäft mit Wohnungen ist inzwischen auch in andere Stadtteile übergeschwappt. Das Haus Martin-Luther-Straße 61 ist durch ein paar Spekulantenhände gegangen. Schon der letzte Eigentümer hatte es zum Teil entmietet. Die Wohnungen, je zwei auf jeder Etage, sollen zu großen Luxuswohnungen umgebaut werden. Am 12. Oktober 2012 war das. Ich bin vom Rewe gekommen, das war 18 Uhr. Bin hier um die Ecke und da steht so ein kleiner Zwäsch mit einem gegelten und macht da an der Garage rum. Also, was machen Sie hier? Ja, ich bin der neue Besitzer, ich schmeiß euch alle raus. Da hab ich geguckt, hab ich gesagt, da warte mal erst einmal und hab gelacht. Das gibt also pro Stock Eigentums-, luxussanierte Eigentumswohnungen. Kostenpunkt, also erste, zweite und dritte Stock 940.000. Erdgeschoss 960. Und er will halt, dass wir partout rausziehen, nur wir wollen nicht. Wir bezahlen hier wenig Miete. Was zahlt ihr denn hier pro Monat? Wenn ich Ihnen das sage, wollen Sie einziehen. Ja. 340 Euro für 75 Quadratmeter kalt. Ja. Ja, das ist also das ist für Frankfurt, Nordend ist das geschenkt. Ja. Kann man nicht maulen. Ja. Und warum sollen wir ausziehen? Wir haben Wohnung. Da er uns weder gekündigt hat, noch sonst was. Nur mit dem Wort, ihr müsst raus, ich will hier sanieren. Ne? Machen wir nicht, wir ziehen nicht aus. Und angefangen hat er, wollte mit dem Tomic, mit der Familie, wollte er ausmachen. Am Anfang, das war im Oktober, November 12, was er haben wollte, wenn sie ausziehen. Nun haben wir uns alle da unten in unser Bistro da im Hinterhof gesetzt. Da haben neun Leute gesessen. Da ist er gekommen. Ach, wie? Herr Tomic, ich wollte mit Ihnen allein. Red du hier, wir sind alle da. Jetzt hat er angedroht, sagt er auch noch dem Anwalt. Man muss das überlegen, sagt zum Anwalt. Er fängt jetzt an, er muss jetzt anfangen. Naja, und da können ja auch ab und zu mal Wasserschäden entstehen. Und sowas sagt er zum Anwalt. Wie das allgemein üblich ist, rausschmeißen, weil ja unsere Politik alles dazu getan hat, dass die Leute machen können, was sie wollen. Aber da ist ja gekommen, ich bin der neue Besitzer, ich schmeiße euch alle raus. Und wenn man das heute fragt, das habe ich nie gesagt, der war es ja nie. Das sind doch sehr schöne Wohnungen. Sie haben doch hier. Ja, man kann es nicht beschweren. Das ist ja auch eine lange Zeit, seit 82. Ja, sind 32 Jahre. Das war an für sich von uns die letzte Wohnung, die man wollte. Ja, gut, sie ist mit den Füßen zuerst rausgetragen worden. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Ihre Frau? Ja. Im Hinterhof darf der Eigentümer drei sogenannte Stadthäuser bauen, die er teuer verkaufen will. Die letzten Mieter bleiben trotz der Abfindungsangebote standhaft, haben eine Nachbarschaftshilfe gegründet und eine breite Öffentlichkeitsarbeit gestartet. Jeden Montag treffen sie sich bei Dieter Wolf und laden auch Mitstreiter zum Erfahrungsaustausch ein. Die stehen in anderen Häusern vor ähnlichen Vertreibungen. Meine Idee ist immer, den Leuten so ein bisschen Mut machen.